Hier bin ich. Hier sehen wir uns auf dieser Homepage von RPR1. Aber ich komme bald ins Radio. Und zwar bei RPR1. Jeden Samstag. Die Ingolf Lück Show von 10 bis 2. Bald. Oh, das ist eine lange Geschichte. Die Geschichte ist ja mindestens 30 Jahre alt, weil ich bin ja mittlerweile 30 Jahre im Geschäft, habe aber noch nie Radio gemacht. Ich habe immer gesagt, nein, ich bin Ingolf Lück, ich bin attraktiv, ich sehe gut aus. Warum soll ich Radio machen? Da sitzen ja nur die hässlichen Vögel. Aber wenn man sich hier in der Redaktion umguckt, da sitzen natürlich gut aussehende Männer und gut aussehende Frauen. Und da habe ich gesagt, gut, da kann ich mich auch einfach einordnen. Und dann habe ich gesagt, ich wage es einfach mal. Ich wage, die erste Radioshow in meinem Leben zu machen. Und bin wahnsinnig gespannt. Und auch wenn ich jetzt so cool wirke, ich bin einfach schweinemäßig aufgeregt. Und ich freue mich einfach auf die erste Sendung. Und ja, ich hoffe wirklich, dass es bei Ihnen ankommt. Und dass wir damit was schaffen, was Sie jeden Samstag gerne von 10 bis 2 hören. Also ich bin auf jeden Fall immer da. Ja, Radio ist ehrlicher, glaube ich. Also Bühne sind natürlich die Bretter, die die Welt bedeuten. Da bin ich geboren, da kenne ich mich aus. Und Radio ist ein ganz neues Terrain. Und beim Radio lenkt nichts ab. Also es gibt keine großen Bühnenbilder, es gibt keine Kostüme, keine Showtreppe, sondern da ist einfach nur die Stimme. Und da hört man, glaube ich, sehr genau, ob derjenige, der das macht, was er da macht im Radio, ob der dahinter steht, ob der da Spaß dran hat oder ob der einfach da nur seine Arbeit runterrattert. Und deswegen haben wir jetzt so lange zusammengesessen und haben uns ein Konzept überlegt, was ich natürlich schon lange im Kopf hatte und immer schon machen wollte, und sind jetzt zu einem Konzept gekommen, von dem wir glauben, dass das für das Radio eine ganz tolle Nummer ist. Und darauf freue ich mich. Ich will eigentlich anfangen mit einer Sendung über die 80er, weil ich habe gedacht, okay, damit können die meisten Leute was verbinden, das ist ein Phänomen, da gibt es überall Fernsehsendungen, Radiosendungen, es gibt Partys und dem Phänomen, was ich mir eigentlich nicht so ganz erklären kann, warum das trotzdem immer noch da ist, obwohl es schon 30 oder 20 Jahre her ist, also kommt drauf an, wo man die 80er so ansetzt und wo man selbst sein erstes Erleben hatte, das finde ich interessant und das möchte ich mal rauskriegen. Das heißt, wir werden in diesen Sendungen auch eine ganze Menge rauskriegen. Wir werden Umfragen machen, wir werden Sie fragen, wir werden viele Promis haben, die ihre Meinung sagen, wir werden Experten haben. Und so gibt es die 80er-Sendung, dann könnte ich mir vorstellen, eine Sendung zu machen über Frauen, ja, also dieses Mysterium Frau, dann über den Verlierer der Evolution, den Hund, nein, den Mann, ja. aber auch Haustiere wäre eine super Sendung, finde ich eigentlich. Oder einfach mal eine Sendung über den Winter. Wer macht schon eine Radiosendung über den Winter? Wir werden das machen. Dann steht Karneval vor der Tür. Die Fasten Zeit steht vor der Tür. Und irgendwann kommt dann auch die Europameisterschaft. Und wie gesagt, also wir haben eine Menge Ideen. Und wenn Sie Ideen haben, einfach melden und das werden wir realisieren. In wenigen Worten ist ganz schwer bei mir. Also, total neu, interessant, aktuell, gut aussehend, sexy. Und trotzdem in der Flugshow.